Tisch bist du wieder heugefressen, als wäre es Junge wieder dabei. Und es geht mal wieder weiter mit Battlefield 1942 und zwar mit der Schlacht von Karl. Oh, meine Zunge, ey, die macht wieder was sie will. Und zwar auf die Schlacht von Midway. Ziele. Midway ist eine der Schlüsselpositionen zum... Ach, man leck mich am Arsch, kann ich nicht lesen. Midway ist der Schlüssel zum Sieg. Wenn wir hier die Stellung halten können, wird langsam aber sicher die japanische Einheit dezimieren. Die japanische Einheit dezimieren. Aha, also da war... Das war nicht meine Schuld. Der Flugzeugträger ist unser erstes Ziel. Wenn sie ihn versenken können, machen sie es. Versprechung. Amerikanische und japanische Flottenverbände bereiten sich erneut auf eine große Schlacht im Pazifik vor. Diesmal nahe der Insel Midway. Mit seiner Lage innerhalb des Angriffs war ich weiter. Mann, ey, ich bin gerade richtig scheiße im Lesen. Der Angriff. Ohne Witz. Ich speise gleich meine Zunge ab. Der Angriffsreichweite Japans und Hawaiis ist Midway von offensichtlicher strategischer Bedeutung. Glücklicherweise hat das amerikanische Flottenkommando geheime Informationen über japanische Angriffspläne erhalten. Japan wird versuchen, durch gezielten Ablenkungsmanövern die amerikanische Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und dann unerwartet mit der Hauptstadtmacht auf das amerikanische kontrollierte Midway vorzustoßen. Es ist ein gespanntes Versteckspiel beider Flotten. Ständig patrouillieren amerikanische Einheiten in der Weite des Ozeans, mit der Hoffnung, japanischen Schiffe zu orten, bevor diese sich der Präsenz der amerikanischen Verbände bewusst werden. So oder so, der Sieger von Midway hat einen klaren Vorteil im Kampf mit dem Pazifik. Los geht's! Ja, also ganz klar, was ich mache, ich gehe direkt auf den Land- und Oberer, den Flugplatz als erstes, dann kommt die Küstenverteidigung. Weil die Japaner, ja, wie es im Text schon angedeutet wurde, die Japaner gehen mit einem Großteil deren Soldaten auf die Inseln. Und das heißt ja, ja, geil. Die fahren wieder ohne mich, ihr Penner. Ich wollte ja nicht schießen, aber ihr habt es drauf angelegt, ihr Arschlöcher. Komm. Boah, ohne Witz, wie geil es eigentlich sein müsste, wenn ich noch früher geboren wäre. Das wäre ja echt krass gewesen. Und wenn ich das gezockt hätte, damals, wo es brandneu war. Boah, was ein Flash. Besonders wenn man das auf eine LAN-Party gezockt hat, ohne Witz. Was, wie viel Spaß man da haben müsste. Mann, ey, leck mich am Arsch. Okay. Boah, guck mal, wie viele Amis. Nee, die machen da gar nichts. Die sind weg. Guck mal, wie schnell die es einnehmen. Nehmen sie schneller ein als ich? Ja, okay, die waren auch schneller da. Die Spasten. Ja, Alter, lass mich einsteigen, du Penner! Okay. Müssen wir auf zu der Küstenverteidigung. Und zwar relativ flott, ne? Bevor die Japaner machen. Okay, jetzt komm, 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 komm. Okay. Der ist weg. Super, das lief ja bis jetzt wie geschmiert. Position secured. Secured. Boah! Ey, ich spiel wieder Schiffe versenken, Bitches. Und nochmal. Ich versuche die Scheiße irgendwie zu kaputt zu machen, wie altes Schiff. Ich bin ja auch so ein Schiffzerstörer, Alter. Ja, okay, ich kann es gar nicht vergessen. Zwei. Eins. Jetzt falls ihr euch fragt, warum ich immer wieder aussteige. Das liegt einfach daran, weil die Spasten dann immer zurückschießen.
Jetzt habe ich perfekt getroffen. Okay. Jetzt habe ich gerade habe ich die Taktik rausgefunden. Boah, ich krass bin, Alter! Jawoll, jawoll. Geht mal die Scheiße kaputt. Okay, ich bin tot. Nee, doch nicht. Alter. Boah, komm, leck mich doch am Arsch. Jetzt. Ey, es geht nicht so schnell kaputt, ey. Das wird so schnell langweilig. Aber es erfordert die höchste Konzentration. Komm, mach's jetzt endlich kaputt. Fuck. Ja klar, ey. Der hat zwei Schüsse gebraucht, da war ich weg. Boah, nee. Ey, das ist doch scheiße. Erstmal gehe ich jetzt mal schön in dem Flugzeug. Und da ball ich dann mit einem Torpedo, also mit einem pädophilen Torwart. Schieße ich, oder ja, werde ich mit meinem Torpedo, dem pädophilen Tor. Okay, das sieht jetzt so pervers aus. Guck mal nach unten. Alter Falter. War sehr witzig aus. Sehr lecker. Okay, jetzt ist man nach rechts. Und es war nicht so gut. Es war nicht gut, Alter. Scheiße. Okay, jetzt muss ich ganz schnell hier nach links. Alter, wie viel hält diese Scheiße aus? Komm, mach's jetzt endlich kaputt. Das muss so jetzt kaputt sein. Es kann nicht sein, dass es so viel aushält. Das hält noch einen Schuss aus. Das muss doch jetzt gar nicht kaputt sein. Was ist das denn? Ey, das ist doch ein Scheißdreck gerade gewesen. Ich schieße es tausendmal ab. Einmal mit der scheiß Flakbatterie. Ne, was nennen, wie nennt man das? Artilleriegeschütz, deine. Und dann nochmal 5-6 Stück mit dem Torpedo. Nichts geschieht. Ey, ist doch heftig. Ich heule gleich, ey. Jetzt mach ich den Scheißer kaputt. Den Spastiker. Der muss jetzt kaputt sein, ey. Du musst kaputt sein! Jawohl! Weg mit dem Lappen. Der ist jetzt auch weg, der Lappen. Boah, der hatte Glück, der Lappen. Ah!
Und, ah, ist ja knapp. Alter! Wie heftig! Klar. Ey, jetzt repariere ich die Scheiße. Egal, Sieg auf ganzer Linie. Die US-Flotte hatte einen entscheidenden Erfolg auf Midway errungen. Viele halten diesen Sieg für die bislang wichtigste Seeschlacht des Krieges. Dank der Information der Aufklärung war die amerikanische Admiralität ihren Gegner stets einen Schritt voraus. Nach dem Verlust ihrer modernsten Flugzeugträger befinden sich die kaiserliche Flotte mit Sicherheit auf der Flucht. Okay, das war's mit dem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Gebt ein Abo, gebt ein Like. Und ich sage nur eins. Ciao und wir sehen euer EVE aus dem 2. Space. Ciao.